Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Videoanleitung. Um den Strang abwickeln zu können, benötigt man eine Wollhaspel. Meine ist weit über 60 Jahre alt. Man befestigt sie am Tischblatt und spannt sie auf wie einen Regenschirm. Dann öffnet man den Strang. Und legt ihn auf die Spindel. Der Strang ist an drei Stellen mit einem Faden zusammengebunden. Diese Fäden schneidet man nun vorsichtig auf und entfernt sie. An einen dieser Fäden sind der Anfangs- und Endfaden des Strangs geknüpft. Dann dreht man den Strang so, dass er nicht verdreht ist und man den Faden gut abwickeln kann. Nun kommt das zweite Gerät zum Einsatz, der Wollwickler. Man führt den Faden durch die Fadenführung und wickelt das Fadenende einige Male um den Konus. Dann klemmt man es im Schlitz ein und nun kann der Spaß beginnen. Siehst du, dass sich das Fadenende gelöst hat? Am besten befestigt man es mit einem Klebestreifen, wie ich das gleich machen werde. Wenn sich der Faden nicht schön abwickelt, den Strang nochmal passend legen. Ich führe den Faden zusätzlich durch die Finger, und zwar auf Höhe der Spindel. Durch deren Konstruktion funktioniert das Abwickeln horizontal am besten. Zudem erhalte ich so eine gleichmäßigere Spannung. Nun darf man gerne etwas Gas geben und schneller kurbeln. Gegen das Strangende hin kurbelt man wieder langsam, damit sich die Wolle auf der Spindel nicht verheddert. Nun löst man den Klebstreifen und hebt den Knäuel vorsichtig mit beiden Händen vom Konus. Man kann die Wolle von innen her abstricken. Der Knäuel ist recht locker gewickelt. Das bedeutet, dass die Wolle nicht unter Zug ist, was für die Lagerung wichtig ist. Der Klemmteil, der unter den Tisch kommt, ist mit einem Gummipad geschützt. Der obere Teil ist aus Plastik und beschädigt das Tischblatt auch nicht.
Die Kurbel lässt sich nicht entfernen und der drehende Teil ist unten abgedeckt, sodass die Wolle sich nicht in der Mechanik verheddern kann. Die Fadenführung aus Metall lässt sich zur Aufbewahrung einklappen und der Konus lässt sich mit einem Dreh entfernen.